Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem ersten Urlaubsvlog. Wir haben jetzt den ersten Stopp in 155 Kilometern und fahren ungefähr 1,5 Stunden dorthin. Genau, da machen wir dann einmal Pause. Dann geht es weiter, ungefähr eine Stunde, 1,5 wieder zum nächsten Stopp. Und dann fahren wir noch mal ungefähr so 2,5 Stunden und dann sind wir am ersten Hotel angekommen. Ja, also insgesamt werden das dann auch so ein bisschen so 500 Kilometer wahrscheinlich für den ersten Stopp. Und der erste richtige Stopp mit Hotel wird dann in Bottrop sein, denn morgen fahren wir in den Moviepark mit Lia. Lia wollte dort unbedingt mal Paw Patrol sehen und deswegen haben wir das verbunden dann. Direkt. Genau, der Grund für den Urlaub ist eigentlich meine Hühlereinschulung. Und da die ja in Stuttgart stattfindet, haben wir gedacht, wir bauen das so ein bisschen drumrum, dass sich das auch lohnt, da hinzufahren, diese weite Strecke, weil hier aus Norddeutschland ist natürlich ein bisschen weiter dann. Und deswegen, ja, machen wir so ein paar Sachen, die wir schon immer mal machen wollten, jetzt eben um diese Hühlereinschulung drumherum. Und wir nehmen euch fleißig mit. Ihr könnt uns natürlich verfolgen hier über die Videos. Ich werde versuchen, so jeden Tag so ein bisschen was mitzufilmen, je nachdem, wie es halt passt. Ja, also wie gesagt, heute geht's nach Bottrop und morgen dann in den Moviepark. So, meine Lieben, wir haben den ersten Stopp erreicht. Es lief eigentlich ganz gut jetzt, außer dass wir kurz einmal Stau hatten, aber vielleicht waren es 10 Minuten oder sowas. Also völlig in Ordnung. Wo genau wir hier jetzt gerade sind, möchten wir noch nicht verraten. Das ist so eine kleine Überraschung, was wir so ein bisschen intern gerade machen, was so ein bisschen im Hintergrund läuft bei uns. Aber bald erfahrt ihr dazu mehr. Genau, also werden wir jetzt kurz einmal hier Pause machen auch direkt und eben kurz was erledigen. Und dann geht es gleich weiter. Die Kinder haben auch super mitgemacht. June ist bis zur ersten Pause, wir haben vorhin so eine kleine Toilettenpause gemacht mit Lia. Da ist sie einmal wach geworden. Vorher hat sie komplett geschlafen. Und jetzt, genau, seitdem hat sie dann mit dem Quetschi und sowas und mit Lia ein bisschen gespielt. Also das lief echt gut. Die Kinder haben es jetzt echt top mitgemacht. Wie gesagt, 150 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Und ja, also gefuttert haben wir alle auch schon fleißig. Ich habe ganz, ganz viel Proviant mitgenommen und fertig gemacht. Und ja, lieber also wirklich bis jetzt echt sehr, sehr gut. Nein, ja. Was machst du da? Kinkchen. Bist du Marshall? Hm? Hast du Marshall ein Bett gebaut? Ja. Hier. Und sie hat ein Kissen hier. Oh ja, mit Kissen, Matratze, Decke, super. Kriegt er auch noch was zu trinken? Hier. Ja, gib ihm mal. Oh, süß. Ein Marshall-Kind. So, Pause auf dem Spielplatz hier. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen im Sand. Oh, das ist so unglaublich warm hier. Ich bin hier froh, dass ich gerade mal im Schatten bin. Es ist unglaublich warm. Wir haben 25 Grad oder so. Es fühlt sich an wie 35. Ich schwitze unglaublich. Irgendwie seit Juni Schwangerschaft kann ich das überhaupt nicht mehr abhaben, dieses heiße, schwüle Wetter. ja, ich komm. Hallo? Hallo Mama. Hallo Lia. Hallo Lia. Da hinten stehen sie im Rohr. Wie süß. Hallo Lia. Hallöchen, meine Lieben. Wir sind endlich im Hotel angekommen in Bottrop. Wir waren jetzt auch gerade schon einkaufen. Wir haben nämlich die Windeln zu Hause vergessen für Juni. Und deswegen haben wir jetzt gerade hier ein Paket Windeln besorgt. Und so ein bisschen was zu trinken für morgen, weil morgen geht es ja wie gesagt in den Moviepark. Kann ich bitte meine Sachen wegnehmen?
Ja, gleich, Schatz. Und das Hotel ist mega schön. Und ich zeige euch das gleich einmal ganz kurz, ganz grob. Und falls ihr... Genau, also falls ihr irgendwie plant, hier in der Nähe vom Moviepark zu schlafen, kann ich euch das hier wirklich empfehlen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Ja, ist wirklich ganz schön. Genau, und relativ günstig auch, finde ich. Ja, ich zeige euch jetzt gleich mal das Hotel. Dann gehen Felix und ich gleich noch schöne duschen und dann ist auch schon Feierabend hier. Wir haben es auch, glaube ich, schon nach 19 Uhr. Und dann können die beiden Kids gleich auch schon ins Bett gehen. Die haben jetzt die... die dritte Fahrt auch echt richtig gut mitgemacht. Also, ja, da haben sie beide geschlafen. Das lief echt sehr, sehr gut. Und wir haben eine Klimaanlage hier und Felix ist ganz begeistert. Wir haben 27, 28 Grad. Ja, draußen ist es einfach so heiß. Jetzt ist es zum Glück schon ein bisschen abgekühlt, aber immer noch 25 Grad hatten wir gerade. Und ja, jetzt haben wir eine Klimaanlage. Und haben hier schöne, was hast du eingestellt? 19 Grad? 20. 20 Grad. Schön angenehme 20 Grad hier drin. Genau, so, jetzt zeige ich euch mal das Zimmer hier. So, hier ist einmal die Klimaanlage und die Tür, Spiegel, Garderobe, Kleiderschrank. Unsere Taschen haben wir jetzt gerade hier hingestellt. Genau, dann haben wir hier Lias Bett, die hat so ein Einzelbett. Wir haben so ein Familienzimmer. Genau, die hat hier also ihr Bettchen. Dann Fenster, sogar mit Rollo, mega praktisch. Oh, hier ist schön, hier ist schön der Zimmerlein. Die eine Feuerwehrleiter, genau. Dann haben wir hier unser Bett. Da liegt gerade die Juni. Genau, auch richtig schön. Ja, einfach ein Bett. Und hier haben wir dann noch ein bescheidenes Badezimmer. Genau, hier Dusche, Toilette und Fenster. Ja, Peter ist auch dabei. Lia, zeig mal Peter. Peter ist auch dabei, ne? Lia isst jetzt gerade noch ein Eis. Das haben wir gerade noch schön mitgenommen. Und wir werden uns jetzt, wie gesagt, alle bettfertig machen. Und dann ist auch schon Feierabend. So, jetzt suche ich hier gerade mal für Lia. Ich anmachen hier. Lia mal ein Unterhemd raus. Das sieht sich hier gerade schon aus und dann einmal umziehen, einmal gleich waschen und dann kann sie auch schon schlafen gehen. Ja, natürlich passend zum Moviepark hier ein Paw Patrol Unterhemd für heute Nacht. Ja, das ziehen wir jetzt an, Schatz. Komm her. Und warum? Was zum Schlafen ist, ne? Ich muss selber piechen. Ja, musst du jetzt piechen? Ja. Dann klopfen wir schnell mal Papa. So, und jetzt ist Feierabend. Ich will jetzt auch mit vloggen, wir legen die Kinder jetzt schlafen. Für euch geht's aber jetzt direkt im Anschluss weiter. Wir sehen uns morgen früh. Tschüssi! Wo ist es? Guten Morgen, meine Lieben! Wir haben die erste Nacht gut überstanden. Jetzt haben wir uns alle fertig gemacht und wollen jetzt einmal frühstücken gehen. Und haben wir noch ein bisschen Zeit und dann geht's los, ne? Nein! Doch, zu Paw Patrol! In den Moviepark. Lia ist ja auch schon voll in Stimmung. Schaut mal ihr schickes Outfit. Also besser geht nicht, Mann, hier? Abplatz, Schatzi. So, meine Lieben, wir sind tatsächlich angekommen. Wir suchen jetzt gerade einen Parkplatz hier. Könnte eng werden mit dem Parkplatz, du. Also ja, es ist so unglaublich voll. Nein, Spaß. Es ist wirklich sehr, sehr leer. Oh, da hinten kommt eine riesen Menschenmasse. Oh Gott. Ja, es kam hier gerade so ein riesen Reisebus. Aber der Parkplatz fast komplett leer. Das ist, glaube ich, gut, dass wir nicht in den Ferien und nicht am Wochenende hier sind. Das, glaube ich, haben wir echt Glück. So, jetzt werden wir mal die Kinder ausladen. Ja, am besten noch vorm Reisebus, oder wie? Am besten vorm Reisebus. Warte, steht ihr das? Guck, ganz, ganz viele Menschen. So, die Kinder sind eingepackt hier. Tickets gekauft. Der Barbecue. Ja, freust du dich? Ja. Ja? Ja. Zeig mir deine schicke Jacke. Boah, die passt ja perfekt. So, meine Lieben, wir sind drin. So, und jetzt suchen wir natürlich ganz, ganz schnell Paw Patrol. Die Paw Patrol Stadt. Adventure Bay, ne, Lia? Ja. Ja. Alarm.
Lama. Wo gibt's denn ein Lama? Guck mal, ein Hotdog-Laden. Was kennst du eigentlich jetzt? Also ich bin so aufgeregt. Du nicht? Ja, da vorne! Da vorne! Sie ist so aufgeregt. Wahnsinn! Ich muss gar nicht erwarten. Was hast du denn gesehen? Ich hab das Nickland gesehen. Hier ist das Nickland. Oh, wie spannend! Mal gucken, wer die zuerst sieht hier. Du sie? Siehst du sie? Ja! Ja? Schnell hin, ne? Ja! Los geht's! Hier! Guck mal, ich hab Luma schon gesehen. Da ist die Paw Patrol Stadt! Wo sind die Hunde? Wow, Lia! Guck mal! Schau mal! Adventure Bay! Wir haben gefunden! Oh, Lia, schau mal! Wow! Adventure Bay gefunden und jetzt fahren die hier gerade mit dieser Adventure Bahn, die Adventure Tour. Schon das zweite Mal, da kommen sie. Schau mal, wen wir gefunden haben. Wuhu, da sind sie, Lia. Sind sie da? Muss hier warten. Oh, Lia ist völlig aus dem Häuschen. Willst du mit Lia mal hingehen? Ja, ein Foto machen, Lia. Ein Foto machen. Lia, so. So, jetzt wird hier mit dieser SpongeBob-Bahn gefahren. Lia und Felix. Wir fahren jetzt hier gerade. Wir warten mit Juni wegen dem Kinderwagen. Auch schön gemacht. Aber wäre schöner, wenn die Bahn komplett im Wasser wäre. Wir haben übrigens auch echt Glück mit dem Wetter. Wo sind wir überhaupt? Mega schönes Wetter hier. Wie gesagt, echt mega schönes Wetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt, wir haben ungefähr 20 Grad. Paw Patrol! Richtig schön gestaltet für die Kinder. Jetzt habe ich dieses Paw Patrol mega schön. Ihr hättet das eben sehen sollen. Ich blende euch mal ein paar Fotos ein. Das war so unglaublich süß mit diesen Paw Patrol-Figuren. Richtig, richtig süß. Hier seht ihr übrigens auch noch mal ein bisschen das Nickland. Das ist echt riesengroß. Hätte ich gar nicht gedacht. Eine große Wasserrutsche. Karussell da oben, also echt richtig schön groß und wir sind jetzt echt nur im Nickland gewesen bis jetzt, aber echt schön gemacht. Ein bisschen runtergekommen, aber echt schön. Da sind sie, die beiden. Nachher bei der Show vielleicht, wenn noch mal anders da. Ja, geh hin, Schütz! Wir sind gerade im Shop hier. Ordentlich Paw Patrol Stuff. Oh, wie süß. Ist aber auch süß hier alles. Und sogar eine Mini-Zentrale. Süß gemacht.
Meine Lieben, wir sind wieder im Hotel angekommen. Wir wollen jetzt gerade richtig lecker essen. Hier im Hotel ist direkt ein Restaurant. Und genau, da waren wir dann schon essen. War richtig, richtig lecker. Also wirklich echt zu empfehlen. Ich bin echt mega begeistert von dem Hotel hier. Genau, und jetzt sind wir alle fix und fertig und jetzt auch noch voll gefressen. Ja, Lia und Felix sind gerade noch draußen. Da ist nämlich ein großes Trampolin und eine Sandkiste und da spielen die beiden jetzt noch gerade. Und June ist jetzt gerade aber beim Essen schon auf meinem Arm eingeschlafen. Jetzt ist sie wieder topfit. Aber genau, ich mache sie jetzt Bett fertig und dann lege ich sie auch schon schlafen. Lia ist auch richtig müde. Wir werden hier gleich das Rollo zumachen, dass es auch dunkel wird. Ich denke, dann wird Lia auch gleich direkt einschlafen. Wir haben jetzt ungefähr 19 Uhr. Genau. Dann war das unser zweiter Urlaubstag. Und morgen geht's nach Frankfurt. Also morgen geht's dann weiter. Nächste Etappe, nächster Stopp. Genau. Ich wollte noch kurz ein kleines Feedback dalassen zum Moviepark. Ich habe nämlich tatsächlich auf Instagram richtig, richtig viele Fragen, also Nachrichten bekommen, ob denn der Moviepark schon was für so kleine ist wie Lia, so 2 bis 3 Jahre, ob für die Kinder schon da was ist. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, oder wir haben jetzt die Erfahrung gemacht mit Lia. Genau, also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Einzige, was Lia machen durfte tatsächlich, war die Paw Patrol, die Paw Patrol Geschichten. Alles andere war sie einfach zu klein. Also das meiste war ab 1 Meter. Genau, und Lia ist so 98 cm oder so, war sie beim letzten Mal beim Kinderarzt. Also knapp unter 1 Meter war sie und die Linie, sie war immer ein Stückchen drunter eben. Und genau. Also 2, 3 Sachen waren ab 1 Meter und alles andere war ab 1,30. Also sie konnte wirklich nur die 3 Sachen im Paw Patrol in der Adventure Bay machen. Alles andere durfte sie nicht fahren und deswegen war das natürlich auch für sie total langweilig und wir waren auch tatsächlich von den 6,5 Stunden, die wir da waren, waren wir tatsächlich bestimmt 5 Stunden allein mit Paw Patrol. Ja, weil das ist sie halt die ganze Zeit gefahren in diese 3 Geschäfte, die es da gibt und dann waren ja noch die Hunde da und sowas. Genau, aber den Rest darf sie halt einfach, also durfte sie jetzt nicht fahren. Deswegen würde sich das lohnen für Leute, die halt auch dann den Rest machen, sozusagen. Also, wenn die Eltern jetzt zum Beispiel auch noch was fahren, die 2 sind übrigens gerade wiedergekommen, wenn die Eltern auch noch was fahren oder man hat größere Geschwister und das kleine Geschwisterkind steht total auf Paw Patrol oder SpongeBob oder so, dann würde ich das echt empfehlen. Aber wenn man nur für das kleine Kind hinfährt, lohnt sich der Eintritt tatsächlich nicht, würde ich sagen. Es ist schön gemacht, es ist schön gestaltet, dieses Paw Patrol und sowas. Aber dafür dann über 100 Euro Eintritt ist halt schon krass. Und wie gesagt, unter 1 Meter dürfen die Kinder 3 Fahrgeschäfte fahren und das andere ist alles ab 1,30 dann. So, und jetzt genug gequatscht. Das war unser zweiter Urlaubstag. Ich hoffe, euch hat der erste Urlaubsvlog gefallen. Wir hören uns morgen im nächsten Vlog. Da geht es, wie gesagt, nach Frankfurt. Und ja, dann bis zum nächsten Vlog.